Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Warte, seht ihr das? Spiegel 1006. Das ist einfach ein Chinerga mitten auf dem Weg. Das ist einfach 1006 WP. Das kann man einfach entwickeln. Und das wird einfach ein fettes Alterga. Ohne Pushen kann man einfach in Arenen stellen. Den gönne ich mir jetzt. Ich bin auf dem Weg zum X-Raid. Hier vorne um die Ecke bei mir. Mal schnell und dann muss ich noch fertig arbeiten. Fertig entwickelt. 2223. Den kann man einfach so wild in die Arenen stellen. Kann ich auf jeden Fall immer gebrauchen. Und wir haben unseren Durchbruch. Krieg ich endlich mal ein Shiny. Noch nie in dem Durchbruch ein Shiny bekommen. Noch nie ein 100er. Das Beste war ein 96er. Ach, der ist schlecht. Der ist sehr, sehr schlecht. Auf zum X-Raid. Wenige Leute, wenig Enthusiasmus. Schlecht. Ich habe schon nach dem 90er der Montag Max Ist ein bisschen windig, ich glaube, ich schalte euch jetzt mal wieder ab. So, fertig gearbeitet. Ich bin auf dem Weg. Habe ich euch den Deoxys eingeblendet? Ich hoffe mal. Ich bin auf dem Weg zu einer Cocovite Quest und wir haben fertig gelaufen. Wir sind fertig gelaufen mit unserem Barschwamm. Wir sind sogar viel zu viel gelaufen. Ich entwickle ihn mal so. Dann können wir endlich weitermachen mit der Jigachi Quest. So irgendeins, random. Ziemlich schlecht. Ich habe schon meinen 100er und meinen Lucky gemaxt, ja. Entwickelt. Max kommt noch. Max on Monday. So. Können wir ja wieder Adam reintun. Passt perfekt. Belohnung abholen. So. Nächste Aufgaben. Mach einen Schnappschuss von Krakilo. Kann ich machen. Geil, großartige Würfe. Kann ich machen. Verdiene 3 Bonbons. Das wird ein bisschen dauern. Ich glaube, das schaffe ich heute nicht mehr. Nächste Folge dann Aufgabe 4. Schnappschuss gemacht. Hier müsste, glaube ich, Relaxo rauskommen. 13,54. Vielleicht kriegen wir ja einen 100er. Das wäre doch was Geiles. Ich habe keinen 100er Gelachs und nur 200er Mumfuck so. Direkt erst einmal drin. Und IV-Check. Schreibt in den Kommentaren, wie euer Gelachs so war. Wir müssen jetzt über die Straße. Ich habe gerade aus Versehen auf die Quest gedrückt und abgeholt, weil ich vergessen habe, dass es eine Cocovite Quest ist und ich die immer filme. Aber leider weder Shiny noch 100er. Shiny Check und 100er Check. So, hier ist noch eine Cocovite Quest und zufällig ein Rocket Stop gewesen. Und ich glaube, ich kriege Carpador. Was geil ist, weil ich habe noch kein Carpador. Krypto. Hab mir auch schnell was bei Lidl gegönnt. Erstmal Kong Strong. Nicht gesponsert leider. Und die hatten so eine Dönertasche neu im Angebot. Habe ich probiert. Bewertung 4 von 10. 5 von 10 war solide, aber würde ich nicht nochmal kaufen. So, ihr seht zwar nichts, aber ist es ein Carpador. Weil dann bräuchte ich noch 2. Einmal Krypto und einmal Erlöst. Bam! Mein erstes Carpador. Wir holen erstmal 3 Cocovite ab, Leute. Habt richtig gehört. 3 Stück. Erste Niete. Es sind noch mehrere aufgetaucht auf einmal. Heute früh habe ich geschaut, da waren nicht so viele. Jetzt habe ich vorhin geschaut, bam, so viele noch. So. Alles 3 leider Nieten. Und hier ist auch noch mal einer. Weiß nur nicht genau, wie ich da rankomme. Ach so, ist gleich das hier. Wir gönnen uns noch mal 2. Und da vorne, also da vorne ist einer und dann auf dem Heimweg noch einer. Das war's dann für heute. Wie viele waren das? 7, 8, 9? Ja. Ich dachte, die Chance ist erhöht bei Cocovite. Was ist da los? Bei Quasar gerade Duo geschafft. Mit meinem kleinen und mit meinem nicht vorhandenen Mammutel.
noch 40, 50 Sekunden Restzeit. Also läuft. Vielleicht mache ich demnächst noch ein paar im Duo. Was war das? Leider nicht shiny und boah, leider nicht 100. Schade, hat sich nicht gelohnt. Also ich musste eh den Pass loswerden, aber schade. Wasser-Event läuft, Leute. Wir holen uns doch schnell mal die zwei Kokorei-Quests ab. Hm. Nee. 1292 ist 100. Übrigens. Auf jeden Fall nicht shiny und nicht 100. Ich habe meinem Kingler, das ich schon vor langer, langer Zeit gemaxt habe, neue Attacke beigebracht. Krabhammer, denn damit ist er richtig krass. Sogar besser als Kyogre. Zumindest was DPS angeht, hat er jetzt anscheinend irgendwie 26 und Kyogre 25 DPS Damage per Second. Heißt aber nicht automatisch, dass er besser ist als Kyogre. Aber ihr wisst, DPS ist nicht alles. Es gibt verschiedene Faktoren. Wir werden noch herausfinden, wie gut er jetzt ist. Aber ja, ich habe eh schon meinen 100er. Gönnt euch eine TM. Die Attacke ist jetzt für immer im Spiel verfügbar. Also ihr könnt den einfach TM geben und dann Krabhammer erlernen lassen. Ist keine eventspezifische Attacke wie damals bei Knilz und Strauchler, Kapilz. Dann schauen wir uns doch die Quests an, denn die sind recht interessant. Blende ich hier nebenbei ein. Wasserfestival Quest, sehr interessant. Fange 5 Wasser-Pokémon, Krabi. Ich brauche noch Krabi Shiny, werde ich auf jeden Fall machen. 5 Wasser-Pokémon fangen, überall Wasser-Pokémon, sollte kein Problem sein. Selbes gilt für fange 10 Wasser-Pokémon, 1000 Sternstaub. Kann man sich auch gönnen, werde ich auch auf jeden Fall mitnehmen. Gewinne 2 Raids, Azumarill. Unnötig schwer. 2 Raids, das sind für mich 2 Tage für eine Quest. Und Azumarill 100% unnötig. Brüte 5 Eier. Turtok. 5 Eier, viel zu schwer, die Aufgabe viel zu viel, ich werde nicht viel brüten. Und Turtok vollkommen uninteressant. Nein, Finger weg von dieser Quest. Entwickle 3 Carnivania oder Barshua für Perlu. Wieso nicht? Kann man machen. Ist interessant, kann man auf jeden Fall hier und da ein paar mitnehmen. Shiny Perlu kann man bekommen, 100er Perlu. Gönnt euch, der ist jetzt auch nicht so häufig, also schon relativ selten, abgesehen jetzt vom Quest Day damals. Erlauf einen Bomber mit deinem Buddy für Schmerbe. Schmerbe ist relativ häufig Kilometer reduziert für Wasser-Pokémon. Also falls man wirklich questen will, kann man vielleicht irgendeinen 1 Kilometer Wasser-Pokémon-Buddy nehmen. Der wird dann reduziert auf 500 Meter und das dann schnell erledigen. Werde ich wahrscheinlich machen, weil ich bin auf der Jagd auf jeden Fall. Und Carnivania. Da habe ich gesehen, die Quest ist relativ selten. Gar nicht so oft verteilt hier in München auf der Map. Und zwar gewinne einmal gegen Team Rocket. Dann gibt es keine Wanne als Belohnung. 437, muss ich mir merken. Weil von dem brauche ich noch 100er. Und Jugob, mache 5 Wasser-Pokémon-Schnappschüsse. Oder 5 Schnappschüsse von dem Wasser-Pokémon. Was eigentlich umsonst ist. Schnell zack, zack, zack. Du musst nicht mal was fangen, entwickeln. Also die Quest ist auch eigentlich geschenkt. Die kann man sich auf jeden Fall immer gönnen. Außer es gibt Leute noch, die irgendwie Probleme mit AR-Fotos haben und Schnappschüssen. Da kann ich euch leider nicht weiterhelfen. Auf jeden Fall, ich bin sehr positiv überrascht von diesen Quests. Ich werde mir auf jeden Fall die Clubby-Quest, die Sternstaub-Quest, die Carnivania-Quest und die Jugob-Quest gönnen. Ab und zu vielleicht die Schmerbe- und Perlu-Quest. Wie gesagt, Finger weg von Azumarill und Turtok-Quest. Vollkommen unnötig. Es gibt auch noch Raids, wenn wir schon bei unnötig sind. Blende ich hier auch nochmal kurz ein, lasse ich so stehen, weil an sich nichts, was da irgendwie von Bedeutung ist. Außer Lapras, aber war Lapras jetzt nicht die ganze Zeit schon in den Raids? Kann mich nicht mehr erinnern. Sonst wirklich nichts. Macht weiter den Orgegal Quasar Raids und Alola Raichu. Die haben sogar Alola Kokorei rausgenommen, den hätte ich noch gebraucht. Aber Alola Knorga ist noch im Start und Absol auch, aber ansonsten. Flunkiefer haben sie auch rausgetan, oder? Ja, Flunkiefer ist auch nicht mehr am Start. Momentan noch für das Event. Aber das war's von mir, Leute. Ich gehe jetzt raus, bisschen farmen, ein paar Quests machen und Shiny sagen. Euch viel Glück, viel Erfolg. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.